Das deutsche Klimaschutzgesetz verstößt in Teilen gegen die Verfassung und muss nachgebessert werden. So ein Urteil der Verfassungsrichter am Donnerstag. In der Begründung des Urteils heißt es sinngemäß, dass die teils noch sehr jungen Kläger durch die Bestimmungen im Gesetz in ihren Freiheitsrechten verletzt werden. Es hatten vor allem junge Menschen geklagt, davon viele, die zu Fridays for Future gehören oder sich bei Greenpeace oder anderen Naturschutzorganisationen engagieren. Aber auch Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jennecke gehört zu den Klägern. Ich bin erstaunt, dass dieses Gericht so entschieden hat. Ich glaube, es zwingt jetzt Ministerattrappen wie Scheuer, Klöckner und Konsorten tatsächlich mal nicht dauernd zu sagen, der Verbraucher soll jetzt mal was machen und die Industrie muss sich selber freiwillig regeln, sondern vielleicht schaffen wir es tatsächlich, Kerosin zu besteuern, ein Tempolimit auf der Autobahn durchzusetzen, schwachsinnige Projekte wie Nord Stream zu stoppen, all diese fossilen Dauerbrenner. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß um mindestens 55% reduziert werden muss, im Vergleich zu den Emissionen im Jahr 1990. Bis 2050 soll praktisch gar kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Laut der Verfassungsrichter fehlen in dem Gesetz aber genaue Vorgaben dazu, wie der Treibhausgasausstoß zwischen 2031 und 2050 reduziert werden soll. Das Urteil sieht nun vor, dass die Regierung schon bis Ende 2022 nachbessern muss. Wirtschaftsminister Peter Altmaier nannte das Urteil historisch und räumte ein: Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Auch Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz versprach schnell, einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Damit das Klimaschutzgesetz so verändert wird, dass es den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht und den Anforderungen, die wir für eine gute Zukunft haben. Für Carla Remsma von Fridays for Future ist allerdings klar, dass der Protest für mehr Klimaschutz auch jetzt nicht abebben darf. Ich bin mir sehr sicher, dass ohne die Proteste, die die gesamtgesellschaftliche Stimmung im Hinblick auf die Frage, wie wichtig nehmen wir uns Klimaschutz, wie wichtig ist uns der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, massiv auch Einfluss genommen hat auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Alleine die Aufmerksamkeit, die Klima- und Klimaproteste in den vergangenen Jahren bekommen haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor gewesen, auch auf diese Rechtsprechung.